Auf TikTok haben es eine Handvoll Leute geschafft, dank Livestreams und täglichen Ausrastern beliebt und bekannt zu werden in Deutschland. Unter anderem zum Beispiel arrogante Pate. Seine Sprüche haben sich bei den Leuten eingebrannt. Irgendwann wurden sogar seine Sprüche in der Rap-Welt integriert. In dem ein oder anderen Song findet man was von ihm wieder. Bei Massiv hat er es sogar in die Hook als Feature geschafft. Doch damit verbaut er sich seinen Auftritt bei Bushido. Denn lange bevor der Massiv-Song online kam, hatte der TikTok-Star scheinbar zu Bushido Kontakt. Die Idee war, dass im ersten Song vom Berliner Rapper er seinen Auftritt im Intro bekommen soll. Doch als dann Massiv seinen Track vorgestellt hat, verwirft Bushido die Idee. Außerdem haben seine Ausraster im Internet dafür gesorgt, dass Bushido auch nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Darauf kam arrogante Pate nicht klar und feuert seitdem täglich gegen Bushido. Im neuesten Podcast erzählt nun der Berliner Rapper, was eigentlich geplant war und wie er den Song mit Massiv findet. In der Beschreibung findet ihr den Link. Bei mir war es so gewesen, als ich die erste Mal die Idee hatte, einen Song zu machen, beziehungsweise den ersten Song zum Album zu releasen, habe ich mir gedacht, weißt du was, der Typ ist ein lustiger Kerl, der ist ja auch sozusagen so eine Note für sich. Ja, man muss es jetzt nicht mögen, aber er ist halt irgendwie halt auch ein, ich sag mal, ein Unikat auf seine Art und Weise. Habe ich nicht gefeiert, gefällt mir nicht und habe mir gedacht, weißt du was, jetzt ist es ja eigentlich auch ein bisschen verbrannt, die Idee. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Für welchen Rapper hättet ihr euch entschieden und wie findet ihr eigentlich die Livestreams von den ganzen TikTokern? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.